Okay. Es gab eine Bahnreform 1994 und 1996 in zwei Schritten. Seither gibt es diesen deutschen Bundesbahnkopf an einzelne untereinander verbindliche Rechnungen und die Endrechnungen, die bezahlen wir Bahnkunden und Steuerzahler und Stadt. So, und jetzt wird Stuttgart 21 ja immer auch beworben als ein Fortschritt für den regionalen Nahverkehr. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie hier auch eher mit Regionalbahnen fahren als mit ICEs. Ich weiß nicht, wo hier der nächste ICE halt ist, wahrscheinlich Karlsruhe. Also der Nahverkehr und Regionalverkehr ist das Rückgrat jedes Bahnsystems. Ganz klar. So, und das soll nun der Stuttgart 21 gewinnen. Und wir behaupten vom Bündnis, das Gegenteil wird eintreten. Er wird verlieren. Warum? Das ist jetzt ein bisschen trocken, die Materie, aber wenn Sie es einmal verstanden haben, dann werden Sie diese Propaganda nicht mehr ohne weiteres glauben. Entschuldigen Sie dieses harte Wort. Seit dieser Bahnreform ist die Bestellung oder die Aufgabe, Nahverkehr zu bestellen, auf die Länder übertragen worden. Das ist ein guter Zug. Ja, das war ein guter Gedanke von dieser Bahnreform. Denn man sagte sich vor Ort, also sprich im Land, im Bundesland, wissen die Landesverkehrsministerien, hier in Baden-Württemberg die Frau Gönner jetzt seit kurzem, am ehesten, wo am meisten Bedarf ist, ja, wo die Menschen von A nach B fahren wollen. Gute Idee. Und jetzt kriegt seither jedes Land einen jährlichen, gedeckelten Fixbetrag. Mit diesem Betrag, das sind zig Millionen, darf jetzt die Frau Gönner im ganzen Land Baden-Württemberg Nahverkehr und Regionalverkehr bestellen. Order, also das wird abgerechnet in Millionen Zugkilometer, die da gefahren werden von diesen berühmten roten Zügen, ja, die Doppeldeckerzüge, die Silberlinie, also diese DB Regio, Sie kennen die Aufschrift. DB Regio stellt dann eine entsprechende Rechnung und wie setzt sich jetzt der Fahrpreis zusammen? Der setzt sich zusammen unter anderem aus Trassenkilometergebühren und Stationsgebühren. Die Trassenkilometergebühren erhebt die DB Netz. Die DB Netz, die besitzt unser Schienennetz jetzt seit dieser Bahnreform und jeder von Ihnen kann morgen in den Laden gehen und sich einen Zug kaufen oder mieten und kann sagen, ich möchte übermorgen von hier, von Erzingen nach Ulm fahren auf DB Netz Schienen. Dann berechnet Ihnen die DB Netz für jeden Kilometer Trasse, die Sie benutzen, einen bestimmten Betrag. Und genauso an jedem Bahnhof, an dem Sie anhalten und den Sie also benutzen, berechnet Ihnen die DB Station und Service auch einen bestimmten Betrag für Ihren Zug. So, und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Stuttgart 21 gebaut würde, dann werden sündhaft teure Neubaustrecken überwiegend im Tunnel gebaut, mit futuristischen Bahnhöfen, die vielleicht optisch den einen oder anderen bezirzen. Mich haben sie am Anfang auch bezirzt, gebe ich ganz offen zu. Und diese Stationen werden sehr, sehr teuer werden, Beispiel Berlin. Ja, Berlin hat auch alle Kostenvoranschläge total überzogen. Berlin hat vor der Renovierung eine Stationsgebühr gehabt von 18,40 Euro. Seitdem es renoviert wurde, liegt sie bei über 40 Euro. Klingt nach Pipifax, aber überlegen Sie mal, wie viele Züge am Tag dort halten und die alle diese Gebühren bezahlen, aufs Jahr hinaus. Und ich habe vorhin schon gesagt, Eisenbahninfrastruktur wird auf 100 Jahre hin geplant und genutzt. Da kommen Millionenbeträge zustande, die plötzlich die gleiche Leistung, Fahrleistung von A nach B, aber über eine Neubautrasse wesentlich mehr kostet. Stationsgebühren mehr kostet und Trassengebühren mehr kostet. Jetzt ist aber der Gesamtbetrag, den die Frau Gönner ausgeben kann, gedeckelt. Jetzt gibt es ein Problem. Ja? Sie haben zwei Möglichkeiten im Prinzip, also die arme Frau Gönner. Sie kann irgendeinem anderen Ressortkollegen aus seinem Topf, das ist ja gerne dann auch der Sozialtopf, irgendwas klauen, um den eigenen Säckel, diesen gedeckelten Betrag etwas aufzustocken. Oder sie bestellt weniger Nahverkehr, ja, weniger Millionen Kilometer Nahverkehr. Und wir kennen das Spiel inzwischen alle, in Wahrheit wird es nachher eine Mischung sein aus beiden, sie wird gucken, ob sie nicht doch noch irgendwo Gelder auftreibt im Haushalt, wo irgendwelche Gelder versteckt oder geparkt sind und irgendwo wird muss nicht hier sein. Ja? Wenn Sie guten Draht zur Frau Gönner haben, wird der Herr Rülke das vielleicht abwehren können, dass sie ausgerechnet hier in Erzingen spart. Aber dann muss sie irgendwo anders im Land sparen. Ja? Weil sie kommt über diesen Deckel nicht hinaus und die Gebühren, die DB Regio ihr berechnet, steigen. DB Netz an DB Regio berechnet, steigen und DB Regio gibt es weiter an die Frau Gönner. Also werden Sie im Endeffekt, wenn wir sündhaft teure Neubaustrecken bauen und teure Stationen, wird es weniger Regionalverkehr geben als vorher. Es sei denn, es fällt Geld vom Himmel. Das war jetzt das Stichwort weniger Regionalverkehr. Den
ich habe mich vorher zum Thema ja schon geäußert. Ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht auf, dass wir das im Einzelnen diskutieren. Für mich bleibt die Aussage ganz eindeutig stehen. Stuttgart 21 wird den Nahverkehr nutzen, er wird ihn nicht schaden. Gut, dann danke ich Ihnen beiden, meinen Diskussionspartnern, Ihnen allen, den Bürgern, für Ihr Kommen, für Ihr Interesse an einer politischen Veranstaltung. Ich habe es persönlich gedauert, dass die Jugendlichen, gerade für die, wo wir alles machen, dass Jugendliche kommen und sich für Politik begeistern, dass die eher weniger hierher gekommen sind. Da hinten sehe ich einen. Ja, relativ wenig. Wir wollen ja gerade eine Information direkt an die Bürger mit solchen Veranstaltungen geben. Das ist für mich ein Wermutstropfen. Und die Resonanz war eigentlich für den ländlichen Raum Stuttgart 21 ist doch schon etwas weiter weg. Für meine Gefühlslage in Ordnung. Es waren gute Beiträge, ich hoffe, Sie haben was mitnehmen können. Es war eine sachliche Diskussion, das können wir auch attestieren. Also wie gesagt, ich danke allen Herren, Herr Dr. Ulf und Herr Gebhardt, für Ihre Bereitschaft, den Bürgern Rede und Antwort zu stehen. Und ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg, ob mit der Bahn, mit dem Fuß oder auch mit dem Auto. Bleiben Sie kämpfbar und im Land geboren. Vielen Dank.